Die Geschichte um Johanna spielt im 9. Jahrhundert. Entgegen der Geschlechterrollen zu dieser Zeit will die junge Frau Latein und die Heilkunst erlernen. Bildung war damals aber nur auserwählten Männern zugänglich. Johanna kämpft sich durch, sie bildet sich weiter und verliebt sich in den Markgrafen Gerold. Gott hat es gnädig gefügt. Wir können beide zum Wohle des Papstes wirken. Ich als Superister und du als Nomenklator. Nomenklator, aber ich bin fremd. Verliere zu ihm nur können. Und wer würde sich besser eignen als du? Thomas Luft ist für die Inszenierung des Stücks zuständig. Seiner Meinung nach zeichnet sich Johannas Charakter durch ihr großes Mitgefühl aus. Johanna ist eine empathische Person, die also eine große Wärme in sich trägt und sehr viel Liebe in sich trägt, die, wenn es um die Herzensliebe geht, um die eine Herzensliebe geht, leider nicht gelebt werden kann. Das ist der Konflikt zwischen dem persönlichen Bedürfnis und der Aufgabe, der Begabung, der Gabe. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es eine Gottesgabe ist. Bei einem Angriff auf ihren Wohnort stirbt ihr Geliebter Gerold. Dieser Verlust verändert Johanna. Sie will fortan selbstbestimmter leben. Aus diesem Grund beschließt sie, sich als Mann auszugeben. Als Bruder Johannes tritt sie in ein Kloster ein. Die dann über einen längeren Klosteraufenthalt in Rom landet und dort vor allem aufgrund ihrer Heilkräfte immer mehr Ansehen erlangt, immer mehr Aufmerksamkeit erlangt und letztendlich vom römischen Volk zum Papst gewählt wird. In ihrer Rolle als Papst ist Johanna glücklich. Doch plötzlich taucht Gerold wieder auf. Nun steht sie vor der Entscheidung, folgt sie ihrer Berufung und bleibt Papst oder soll sie zurück zu Gerold? Also ich glaube, dass den Zuschauer ein recht aufregender Theaterabend erwartet, in dem er sehr viel sehen kann. Auch sehr viel hören kann, weil wir arbeiten mit Sounds, wir arbeiten mit atmosphärischen Klängen, wir arbeiten mit Musik, auch mit Live-Musik. Georg Kager hat zu dem Stück eine Live-Musik, also eine Musik komponiert, ist auch für das Sounddesign zuständig und wird das auch selbst auf der Bühne umsetzen. Für was sich Johanna entscheidet und wie das Historiendrama endet, kann man morgen Abend um 20 Uhr im Theater in Kempten sehen.